Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Okay. Ja, blutrote Nacht, was soll man sagen? Zombies kommen und wir werden sie killen. Jojo. Ich komme auch mal hoch, esse ich noch was, schnapp mir mein Zeug. 2 Stunden habe ich dafür jetzt Zeit. Ja, haben wir ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen den Elektrozaun ausgebaut. Dann haben wir ein bisschen Fallen auch. Oh, ich hasse es. Hast du dir alles hingelegt und dann kommt so eine dumme Schreitus. Wen hast du denn gesehen? Keine Ahnung, aber es klang, als ob es gerade. Ja, und es kommt gleich ein Leuchtebulle. Ja, es klang so, als ob es aus deinem tollen. Das ist nicht wahr, wie soll ich es denn gesehen haben? Gerochen, gehört, keine Ahnung. Er reagiert nur auf Sicht. Wäre schön, wenn du mal kommen würdest. Ja. Ich will nicht, dass der Bulli hier platzt. Ah, er wird platzen. Er wird hier gleich alles wieder aufräumen, was ich kann. Oh, danke. Bitteschön. So, eigentlich wollte ich ja meine. Nee, die kommen links vom Berg irgendwie, die ganzen Zombies. Kannst dann ja schon mal die Dings anstellen. Da kommen sie ja noch nicht hin. Aber doch, über uns sind sie auch. Ah, jetzt geht's richtig los hier schon. Mann, oh Mann, die Nacht hat eigentlich mal begonnen und sind schon alle da. Alter, die kommt durch. Jetzt nicht mehr. Ist doch irgendwo so ein Scheiß da. Ja, unter uns. Vogel! Ha, dreckiger Kackvogel. Ali, komm von oben. Ein Bulle ist da auch noch. Und so ein Kackvogel, der hier lang fliegt. Er weiß nicht, wie er uns angreifen soll, hä? Ey, hörst du auf, Bulle? Die Mauer darfst du ankotzen, die ist sowieso nervig. Die magst du nicht mehr? Nee, weil man sieht da nichts. Ja, lass doch die kaputt machen. Ist auch nur dafür da, die aufgehalten werden. Alles gut. Die kommen hier nicht auf uns rüber gesprungen und der Vogel ist irritiert. Der kommt nicht zu uns. Der ist mit den Käfigen hier verwirrt. Hui, Vogel. Der fliegt nur an uns vorbei. Ah, bleib doch mal in der Ecke. Noch ein Vogel. Komische Vögel. Ach, ich warte einfach, bis wir mal hier rüberkommen. Ja. Gleich beginnt ja die blutrote Nacht. Halleluja. Gott sei Dank habe ich rechtzeitig was gegessen, dass ich jetzt kein Problem habe. Ach ja, Essen. Oh, ein Vogel weniger. Sehr schön. Aber ich hole mir jetzt was zu essen. Blutrote Nacht hin oder her. Ich habe Hunger.
brauchen, solltest du was essen. Nichts zu essen hier. Nichts gekocht? Nee, über dem Dings. Ah. Der gute alte Wildbretteintopf. Also ein Schlückchen trinken. Oh, da. Fängt's an zu brutzeln? Ja. Es hört sich an, als ob sie über meinen Gang sind, den ich mal gebaut habe. Ui, das hat Platsch gemacht. Ah, sie kommen wieder von der Seite. Und läuft da rein? Jawohl, das hat funktioniert. Laufen da schön an die Seite und dann schön rein. Oh, ist das schön. Geh mal eine Etage weiter runter, ne? Mach das. Ui, da hat jemand gerotzt. Bullen von vorne. Oh! Was ist oh? Hier ist eine Spinne auf den Balkon gesprungen. Oh, drei Bullen, frontal. Da mache ich noch das mit. Brauch ein größeres Magazin. Ich glaube, ein Vogel greift dich an. Der Baum ist kaputt, ihr Schweine! Ah! Du! Wiggen, du! Ja. Haben die Schweine den Baum kaputt gemacht? So eine blöd. Ärsche. Achtung, Vogel! Ich weiß nicht, ob er bei dir vorbeifliegt, aber... Jetzt nicht mehr. Ich glaube, der ist tot. Oh, eine Spinne wieder. Oh, Was? Ich bin mir nicht sicher. Hast du unten die Fallen angemacht? Unten ist eine kaputt schon. Zwei, drei sind ausgefallen. Vier sind ausgefallen. Der Verteiler ist kaputt. Boah, das Stromding läuft aber noch. Ja, nee, der Verteiler, an dem die dranhängen, ist kaputt. Ob ich das geregelt kriege, dass die wieder laufen. Ja. Super. Mathilde hat es geregelt. Super, aber es sind schon ganz viele unter dir. Ich weiß. Ah. Weg vom Verteiler. Boah, boom, Headshot. Da hinten ist noch ein Bulle. Bei deinem Moped steht er. Ja, ich glaube, der ist schon tot. Ja? Auf den habe ich schon so häufig geschossen, da passiert okay. Gar nichts mehr.
Die Spinnen versuchen bei dir hochzukommen. Ja, ja. Ups, war das dein Kopf? Schön die Köpfe wegschießen. Noch gar kein Nemesis heute gesehen. Nee, kein Soldat. Und die Bullen halten sich auch zurück. Ja, Bullen waren ja 3, 4 schon auf dem Haufen da. Reicht ja. Ja, ja, aber. Ups. Wir haben echt eine Atempause gekotzt. Ja, ich höre noch welche. Ja, ich auch. Die sind hier hinten. Ich sehe sie nicht. Der Gang, der kaputt ist. Oh, oh. Die kommt von oben, glaube ich. Ja, die hauen drüber. Scheibe. Die hauen drüber. Würde ich sagen. Sind da. Raus? Da sind sie alle. Nein, Junge! Komm raus, Heinrich, und mach die Tür hinter dir zu. Alter! Dieser Scheißgang. Oh! Ja, da ist er. Hast du ihn gesucht? Ich seh dich! Jeez! Wow! Oh mein Gott! Falls ich dich treffe, tut es mir leid. Sie sind tot. Alter. Nein, Bulle! Nein, ich bin alle. Ich bin auch alle. Ich bin gleich tot. Ich bin tot! Und ich wache da. Oh, ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Ich bin eingefallen! Nein! Ich wollte nur weg! Ich wollte nur weg! Scheiße. Ich bin in der alten Basis übrigens. Ja, ich bin in einer. Unser Arbeitszimmer. Ich mache hier gleich mal die Tür zu. Ach, die Tür ist zu. So. So. Ja, hier tauchen jetzt auch so ein paar Zombies auf. ja. Ja. Scheibe. Habe ich hier noch irgendwas an Munition? Kacke. Wir haben ja keine Reservewaffe zum Schlagen hier. Ich habe hier noch einen Bogen. Habe ich hier auch noch Pfeile? Nicht mal eine Scheiße. Verfickte Machete? Scheiße, ah, hier sind noch. Ich hab hier kaum Pfeile. Fuck, ich hab 7 Steinpfeile. Jetzt geht's los, ne? Ich geh. Und. Scheiße. Ich öffne jetzt hier auch mal die Tür. Hä? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ich kann keine Truhe mehr öffnen. Ah, doch, jetzt geht's wieder. Okay, die Zombies sind mit runtergefallen. Achso, ich bin hier noch. Ne?
jetzt ist einer wieder drin und ich habe kein Licht und so. Ah, ich sehe meinen Rucksack. Scheiße. Oh, es ist ein Leuchtturm von mir hinter mir. Hab ich die austricksen können? Ich sehe nichts. Oh Scheiße, hier ist ein Leuchtbulle. Hi. Ich klaue mir mal ein paar Sachen von dir, damit ich überhaupt was sehe. Ja, ja. Hier auch. Die machen da oben gerade alles kaputt. Na los. Rambo! Nehmt das, ihr Schweine! Okay, da kommen sie schon. Oh, ich falle runter. Mach zu. Nachladen. Also, ich möchte an der Stelle sagen, dass es auch tatsächlich was für sich hat, wenn man so ein bisschen Grundausrüstung in der alten Basis hat. Jo. Ich habe jetzt nämlich das Problem, dass ich in der alten Basis hocke. Und, also, schutzlos. Ah, da kommt ja noch einer. Okay, die machen unsere Gang breiter, glaube ich, gerade bei uns. Mhm. Scheiße, hier ist echt gar nichts drin. Nicht mal Federn oder so. Kacke, ey. Ah, ich bin gefangen in meiner eigenen Basis. Oh, hier sind Federn, da sind Steine, jetzt brauche ich nur noch Holz, dann kann ich mir ein bisschen was machen. Holz, ich brauche Holz, gib mir doch Holz. Oh, da ist Holz. Steinkeile oder Holz, Steinkeile oder Holz. Okay, Holz. 142 Holz kriege ich zusammen. Juhu. Nimm das und stirb! Geronimo! Stirb doch ohne mich! Scheiße! Ich pulle euch die Fresse! Juhu, ich hab die Nacht irgendwie überlebt! Ich nicht! Aber ich hab sie rausgelockt! Ich bin stolz auf dich! Und sie werden sterben! Scheiße. Der war gar nicht angeschlossen. Ja, das ist echt nervig, dass sie echt gezielt auf Gänge gehen. Ah, ist gleich hier drin. Ich komme zu dir, Heinrich. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich versuche hier einen Ausweg zu finden. Ein dunkler Tunnel. Ja, sie sind gezielt von oben gekommen, die Viecher. Die sind gezielt von oben gekommen. Hier, die haben den Berg durchgegraben. Warte mal, ich kann hier nicht abhauen. Wer macht denn sonst den Berg aus? Sonst kommen wir ja nie selber wieder in unsere Höhle, in unseren Berg rein. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Einer muss die Generatoren ausschalten. Ja, ich würde sagen, das bist du. Ich bin schon halb tot, sie sind in den Gängen. Ja. Ich komme überhaupt nicht da rein. Juhu! Nö, ich komme. Du musst hier nicht Suicide-Squad spielen, ne? Die Tür ist kaputt. Ich komme nicht weiter. Ach, hier unten liegt einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Scheiße. Da, wo mein Schlafsack ist, da kommen sie auch gleich. Sind sie auch gleich wieder da. Ja, ich bin auf dem Weg. Vielleicht schaffe ich es ja, sie rauszulocken. Ich mit meinen 138 Steinbolzen, die ich habe. Na gut, die wollte ich eigentlich für einen schlechten Tag aufheben. Was machst du jetzt? Revolver. MP.
Last Man Standing. Die Lethe schießt ja gar nicht, verdammt, die muss repariert werden. Und ich blute schon wieder, machen wir kurz die Tür zu. Nochmal ein, zwei Mets hier. Ja, ja. Oh, 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 scheiße, Bulle. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, da ist ein 80-Gericht. Aua, 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 aua. Scheiße. Okay. Ich bin... Wow! Der verfickte Bulle. Alter, haben wir Glück. Ah. Oh, ficken! Alter, haben wir Glück, dass er unsere Kisten nicht zerstört hat. Dieser dreckige Bulle. Tu mir einen Gefallen und, na, wenn du es schaffst, stell die Fallen aus. Die Magnum ist super. Ich will zu dem Sachtsichtgerät. Boah, er ist so ziemlich alles richtig fett im Arsch. Puh! Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Unterbrechung. Wieso? Sonst wird die Folge wieder so ewig lang. Die ist noch nicht lang. Die ist bei 20 Minuten. Kommt dir nur so lang vor, weil ihr so dreckige Fotzen-Zombies sind. Ja, und ich die ganze Zeit nur mit Laufen beschäftigt bin. Hm, bist du hier gestorben? Hast du schon geschafft? Ja, irgendwo da lag ein Nachtsichtgerät. Das möchte ich haben, weil du bist ja nicht scharf auf dem Nachtsichtgerät. Kannst du haben. Ey, diese Magnum ist ja One-Hit, ey. Bei normalen Zombies. Was ist denn da für Munition drin? Ja, Magnum-Munition. 44 Magnum. Na, okay. Hatten nur 30 Schuss, ich habe jetzt die Hälfte schon verballert. Hm. So. Ja, es gibt da eine große Frage, Heinrich. Bis wann wollen wir das hier durchziehen? Ah, ich komme hier gar nicht mehr rauf. Scheiße. Oh nee, da ist eine Leiter. Die Holzleiter ist kaputt. Alter, ich höre schon wieder die dumme Kuh. Ich bin auch schon fast wieder da. Okay. Konnte nicht schreien. Sehr gut. Ich bin aus dem Tunnel raus. Ja, ich weiß ja, wie ich... Ich habe ja jetzt... Ich nehme noch mal den Gang, den sie aufgekloppt haben. Da kommt Stahlbeton rein. Deine kleinen Dinger reichen da nicht. Hast du ja schon gehabt. Nee, das war nur ein normaler Beton. Sicher? Ja. Weil hier sind nur die richtigen Blöcke hier, aber nicht. Die hast... Hattest du zufällig die Dings gefunden, die Nachtsichtbrille? Ja, ja, habe ich gefunden. Ach, Gott sei Dank. Ach ja, scheiße, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ja, scheiße. Ich nehme Umweg. Ja, scheiße, wo ist mein Rucksack? Ah ja, ich bin ja unten gestorben. Ach so, den habe ich, glaube ich. Nee, ich sehe ihn schon. Whee! Direkt hier. Ja. Ich glaube, ich habe deinen Ersatzrucksack gefunden. Das kann sein. Ich habe einen von dir gefunden. Und da liegt noch eine gelbe Tasche. Da ist nur Papier. Auch keine Sau. Ah. Ah. Wo ist jetzt dieses Loch? Das ist bei deinem Tunnel da irgendwo, ne? Zeigst du deinen komischen Tunnel, komm ich rein. Der war doch hier irgendwo. Müsstest du eigentlich gleich gut sehen, wenn du da bist. Ja, was können wir besser machen? Also hier vorne waren sie gut abgelenkt. Sie kamen ja frontal, wie wir es eigentlich haben wollten, außer die dann von oben kamen und diesen Berg da.
Sollst du da lang? Aha. Ich wollte gerade sagen, was ist. Ah, hier. Was ist das für ein Zombie? Aber es ist dann doch die Mathilde. Boah, hier ist ja alles eingestürzt. Ja, der Fettsack ist explodiert. Vor allem haben die echt drüber gebuddelt, ne? Mhm. Ja, hier hatten wir echt Glück, dass der Bulle. Ja. Ja, jetzt haben wir erstmal echt viel mit Reparatur und so zu tun. Richtig. Keine so richtig Langeweile. Viel. Da habe ich meine Betonklötze. So, jetzt wird das unsere Butze hier halb Holz, halb nicht Holz. Ah, unsere Schmiede und so müssen wir auch reparieren. Ganz gut zerlegt. Deine Nachtsichtbrille ist dann halt im Schrank mit den Waffen. Cool, danke schön. Ich wollte diesen Gang ja sowieso eigentlich mit Beton verschalen. Da war ich eigentlich schon dabei, das zu machen. Ja, jetzt hast du einen Grund dazu. Ja. So, hier wird der Boden auch betoniert. So. Beton! Warte, ich nehme. Da kommt Ziegel hin. Aber hier die Türen, die Mauer kann ich hier wieder zumachen, hier, oder? Nee, da möchte ich Ziegelsteine haben. Dann macht er Ziegelsteine hin. Den Gang hast du jetzt mit Beton ausgekleidet, ja? Ja. Und da noch ein Pflasterstein hin. Zack. Haben wir hier nicht einfach nur Brick? So komplett. Brickblock. Ah, da. Ich guck mir das mal das von außen an und hau da nochmal zig Schichten Pflasterstein drauf. Na, du weißt ja, was ich von Pflasterstein halte. Naja, wenn du den Gang, reicht ja, wenn du den Gang eigentlich mit Beton machst. Bei den anderen hier mit Pflasterstein haben sie ja nicht angefasst. Die haben direkt daneben weitergebuddelt. Ja. Weil Pflasterstein einfach für die zu hardcore ist. Dreckige kleine Zombies. Ups. Arme Berg, den verunstalten wir jetzt noch mehr. Mhm.
Ja, gut, dass das nicht so viel kostet. Pflasterstein, Pflasterstein. Ich mache hier ganz viel Pflaster. Ah, ne, nicht singen. So. Also ich habe jetzt echt gut drauf geschichtet. Eine Schicht machen wir noch mal. Was soll der Geiz? Ja, schick. Gehen wir mal hier runter. Wo bist du, Miststück? Oh, hier ist auch was kaputt gegangen. Ja, das Schlimmste war, dass wir es halt in unsere Basis geschafft haben. Das einfach nicht frontal, sondern einfach, weil sie so feige, hinterhältig sich in einen Berg reingebuddelt haben. Ja. So, jetzt sieht das echt noch beschissen aus, der Berg. Oh ja, voll der Flickenteppich langsam. Schön Pflasterstein dran. Da oben ist sie. Komm, Nahkampf. Klapp dich weg, du Nuss, du. Kommt her! Kommt her! Oh, sie kommen sogar. Bin so viel gestorben. Keine Ausdauer, der Junge. Nein, ich wollte gerade nehmen. Ach, mein Becher. Verbandskasten. Ich wollte ihn gerade noch nehmen. Ich habe ihn eigentlich auch schon genommen, aber naja. Achso, wo hattest du jetzt die Dings hingepackt, die, Dein Nachtsichtgerät bei den Waffen. Oh! Oh? Mein Bett kaputt gegangen? Oh. Ja. Hier liegt kein Bett mehr von dir. Warte, dafür mache ich dir ein ganz besonders schönes Bett. Ja, mach mal. Hier ist kalt. Kein Lagerfeuer mehr. Mann, ich fange das Spiel zum ersten Mal wieder an hier. Lagerfeuer. So, warte. Oh, ja, das Doppelbett braucht doch ein bisschen mehr Zeug. 40 Stofffetzen und 40 Kotten kann ich dir noch nicht machen, sorry. Ja, ich habe einen Holzknüppel und ein Ziel. Ab nach Hause. Oh, das klingt ja gefährlich. Ich habe einen Holzknüppel und ein Ziel. Ja, das ist gefährlich. Achtung, Achtung, Heinrich hat ein Holzknüppel und ein Ziel. Ja, nach Hause. Da. Es ist kalt, ich friere mir den Popo ab. Wir müssen uns hier schnell bewegen. Ich war noch nie hier. Hm.
Und bring noch ein paar Federn mit. Ja, auch mal wieder schön eine andere Ecke zu sehen. Dann kann ich ein bisschen Federn unterwegs sammeln. Das ist eine sehr gute Idee. Eine wirklich gute Idee, lieber Heinrich. Ich weiß, darum mache ich das ja auch. Ja, aber es wird jetzt nichts mehr Spannendes passieren. Ich glaube, jetzt können wir mal einen Break machen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Tschüss.